Moin Moin, schön, dass ihr wieder da seid bei 7 Days. Wollen wir auch hier direkt weiter, wir haben unseren Raum hier, naja, so gut wie fertig. Fällt vielleicht ein bisschen Deko, sieht ein bisschen kahl aus, aber erstmal geht's. So, ich will jetzt mal kurz den Chrom hier wegräumen, was ich einstecken habe. Und den möchte ich mal gucken, wo wir am besten... Ich möchte gerne Raum für ganze Muni haben. Wir haben drüben auch noch so viel Muni. Die Muni stört mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, dass sie hier überall in den Kisten rumliegt, damit ich sie mal wegkriege. Wurde mal... Ich packe hier kurz... Die Zeuge spielt also wieder rein. Wir hatten doch, wenn ich mich nicht täusche, Spikes angesetzt, oder? Ich müsste gleich mal gucken, ich weiß es nicht, aber ich glaube ja. Und für Beton haben wir auch noch keine Kiste, das haben wir alles noch oben liegen. Ne? Dann hauen wir Beton erstmal hier mit drin, bis das da oben fertig ist. Beton. So. Darf die Spikes bloß heute nicht vergessen, weil wir haben ja auch schon fast heute. Das kommt erstmal hier, die lasse ich erstmal eingesteckt, die brauche ich wahrscheinlich noch. Und Farbe kommt erstmal hier mit drin. So. Sehr schön, ehrlich gesagt würde ich die auch gerne einmal erweitern. Und ich habe schon wieder den Pinsel vergessen, der soll hier natürlich auch mit drin. So, dann kann ich die einmal kurz abernten. Die anderen Felder haben wir ja auch schon fast soweit. Ich glaube, Gammelfleisch haben wir auch noch jede Menge, ne? Was wir aber auch mal wieder besorgen müssen, da müssen wir gleich nochmal gucken. Das ist, glaube ich, ein bisschen Eisen, weil unser Stall hat ja noch nicht wirklich weit gereicht, ne? Hatte ich oben noch? Ich glaube nicht, die habe ich komplett verbraucht, ne? Naja, ah, kriege ich immerhin 6 Stück raus. Und ein bisschen Leim mit. So, warte. Der machen wir daraus nochmal Seeds. Die haben wir wirklich ein bisschen wenig. Machen wir ein paar mehr. 7 sogar, okay. Ja. Gut. Sagen wir mal nichts. Ja. Verrechnen darf sich jeder mal, ne? Gut, auf jeden Fall. Zack. Dahin, dahin. Wo seht ihr zu hier? Die Lage landet. Dahin. Ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal für die Wand. Die sollen hier sowieso nicht bleiben. Aber erstmal haben wir denn zumindest ein bisschen was. Die kommen mit in die Küche. Den gucke ich nochmal kurz, wie viel Stahl und Spikes wir jetzt genau haben. Haben wir die Pilze hier schon irgendwo einsortiert? Ich glaube nicht, ne? Das sind Eiers. Da ist Tierfett. Da ist das. Hier ist, glaube ich, Gammelfleisch. Haben wir auch nicht mehr so viel, ne? Gut, dann kommen die Pilze hier rein. So. Spikes, die haben wir hier, glaube ich, angesetzt. Ist er noch bei? Gut. Wie gesagt, wir brauchen noch Geld, was ordentlich. Die Muni muss noch ordentlich weg. Bloß die Frage ist, wohin, ne? Man könnte zwar hier mit reinbauen, aber der Raum ist eigentlich viel zu groß. Man könnte hier noch zwei teilen, ne? Wenn man hier noch so eine Wand vorzieht, das würde reichen. Wenn hier so Tresore hin oder so, das würde gehen, denn ist er nicht ganz so groß. Das werde ich, glaube ich, auch tun. Ich will jetzt aber einmal kurz gucken, wie viel Eisen wir haben, weil ich glaube, das geht vor. Wir haben wie sonst echt ein Stallproblem. Der schmilzt hier zwar noch, aber das ist ja nun eher was von Hohenzahn hier. Das bieten Stahl wird definitiv nicht reichen. Ja, wir haben kein Eisen mehr, ne? Ich meine, wir haben in den anderen Schmieden noch genug. Ja, aber dafür haben wir keine Crucibles. Und jetzt ehrlich gesagt, mehr Crucibles will ich nicht herstellen, weil... Die finden wir sowieso irgendwann. Und die sind zu teuer. Das muss nicht sein. Gut, es wird gerade Tag. Und es ist gerade Tag. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das passt also alles. Hör auf zu kräucheln, mein Freund, Mensch. Zu schlimm ist das nicht. Das Ding hier leer. Ich hoffe es mal. Jo. Und noch ein Schlückchen. Wunderbar. Fahren wir noch einmal kurz rüber. Da vorne im Schneebiom war das, ja. So, unsere Eisenmine holen wir uns nochmal schnell 2 Sechser-Stacks aus den 12.000 Eisen. Damit wir die Schmiede noch einmal richtig vollgepumpt kriegen. Ja. Ohne Sprit ist es alles ein bisschen schwierig. So, tanken wir nochmal. Sehr schön. Das vergesse ich aber auch jedes Mal. Boah, wir nähern uns ja auch so langsam, aber sicher mal der 16 Horde, ne? Freue ich mich so ein bisschen drauf. Game Station wird zwischen 102. Und ich wollte Muni ansetzen. Ja gut, das machen wir gleich auch noch, wenn wir wiederkommen. Weil, langsam aber sicher muss noch anständige Hordenbase her. Wir nennen uns die Demo-Horde. Wunderbar. Hier ist das, hier ist das. Hier war ja ein bisschen mehr Eisen, glaube ich. Oh Mann, es geht halt schon wieder los mit dem Husten, du. Ich werde das auch nicht mehr los hier, du. Habe ich das Gefühl?
Gut, einmal zu da oben. Ich habe hier ja ein bisschen doof gebohrt, ehrlich gesagt. So, ich meine, da ist unten noch mehr, klar. Kann man sich hier denn nicht mal anständig Weg lang bauen oder so? Eine Treppe oder sowas? Damit man hier mal anständig laufen kann, das wäre vielleicht sogar die beste Idee, ne? Warte mal. Man kann die Dinger doch hier zur Treppe machen, oder nicht? Jo. Das muss ja nichts super Schönes werden. Hauptsache, man kommt da hoch. So. Aber wie mache ich das so ein bisschen, ne? Hier müsste ich denn einmal. Warte mal, das muss ich. Habe ich die Lampe mit? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wieder die Hälfte vergessen. So, hier müsste ich dann eigentlich so hoch. Das heißt, hier müsste ein normaler Block rein. Gucken wir gleich mal. Okay, warte. Auch in der Mine muss das mal eine ordentliche Treppe geben. So, hier dann einmal kurz eine normale. Muss auch mal sein. Ich hab ja sowieso die Lampe vergessen. So, dass man hier dann nochmal eine Treppe hochbaut oder so. Geht dann nicht anders. So, Treppe. Zock. Damit ich hier später auch mal vernünftig hoch und ich glaube, das geht so, oder? Hoffe ich zumindest. Ja, ich glaube, die Lampe werde ich gleich holen müssen, weil ich sehe hier ja sonst wieder nichts. Das bringt doch so nichts. Jo, die Posto, sehr schön. Da müsste ich dir mal wieder ein bisschen Platz schaffen. Gibt zumindest noch mal ein bisschen Eisen nebenbei. Das ist doch auch was. So, das muss natürlich dann auch weg. Das ist klar. So, Träbe hin. Mich würde es nicht wundern, wenn hier jetzt gleich eine Schreierin um die Ecke kommt. Nur von dem bisschen Eisengeklöppel hier jetzt. So, die müssen hier hin. Genau, genau. Oh, es geht, aber hier ist es, ne? Ja, und hier müsste ich mir dann irgendwie so eine Art Plattform bauen oder sowas. Eigentlich ist der hier ordentlich schon zu viel. Gut, warte mal. Einmal du, welch mein Freund? Du, einmal welch? Ja, der eine hier schon zu viel. Warte mal, da muss ein normaler Block hin. Gut. Es soll ja jetzt nichts super Hübsches, Tolles werden, aber hey, der müsste ein weiter runter. Warte mal. Dorin. Genau. Wenn man hier so eine kleine Plattform hat, auf der man sich bewegen kann, dann kommt man hier auch schneller hoch und runter. Das wäre schon eher was. Wunderbar. So, die nochmal weg. Irgendwas läuft da oben falls rum, das höre ich doch. Das kann man nicht überhören. Sehr schön. Mehr wollte ich ja gar nicht. Das reicht doch schon. So, und von hier kommen wir doch ohne Probleme später hoch, hä? Ja. Mehr wollte ich gar nicht. Gut, die Ecke da, die stört vielleicht so ein bisschen. Aber ansonsten. Gut, dann werde ich das Ganze jetzt nur einmal schnell ein bisschen Holz. Naja, wir haben ein bisschen sehr wenig Holz. Sehe ich gerade. Aber das reicht hier ja. Wunderbar. So, dann sammeln wir die auch nicht aus Versehen mit weg. Das passt. Hier, den noch einmal. Sehr schön. So kommen wir hier zumindest ohne größere Probleme hoch. Vielleicht baue ich das später hier noch runter, aber das muss ja nicht unbedingt jetzt sein. Dann haben wir hier zumindest eine stabile Wand und das stürzt nicht gleich alles ein. Ah, gut, wir haben gerade Tag. Es geht jetzt auch gerade ohne Lampe. Aber ich sollte daran denken, sie das nächste Mal mitzunehmen. Dann hole ich ja schnell nochmal ein bisschen Eisen. Wie viel haben wir jetzt einstecken? Ah, 2000. Geht ja schnell. Also bis gleich.
So, aber wir haben auch das, was wir wollten. 2x6000, alles klar, mehr wollte ich gar nicht. Hier scheint das Eisen auch so langsam zur Neige zu gehen. Ich musste mich hier sogar weiter reinbuddeln, als ich eigentlich wollte. Ich habe halt Angst, der stürzt mir zusammen. Ich glaube, mir bleibt da nichts anderes übrig. Ich werde es hier aber ein bisschen stützen müssen. Sicher ist sicher, damit hier nicht alles einstürzt. Obwohl, ehrlich gesagt, hier ist schon wieder Ende. Und wir sind noch nicht unten. Ne? Laut Korde sind wir auf Höhe plus 46. Wir sind sogar noch relativ hoch. Okay. Aber erstmal, ja, hoch. Auf jeden Fall kaum mal wieder nichts. Das ist schön, das ist schön. Das mit dem geduckten Film im letzten Moment noch ein. Aber so soll es ja auch sein. Den erstmal raus hier. So, hier sollten wir doch jetzt ordentlich ohne Probleme hochkommen, oder? Jo. Wunderbar. Den nach Hause, doch schnell in die Schmiede mit schmeißen, damit sie weiterhin was zu tun hat, damit wir noch on Stahl kommen. Den setzen wir erstmal die Muni an. Ach, Löchi, mein Freund. Den klatschen wir doch schon mal die letzten paar Spikes hin. Zumindest die ersten paar, die fertig sind. Eins haut dem anderen. Und dann kümmern wir uns mal um unseren Waffenraum, damit wir unsere Muni rauskriegen aus der Scheune. Das muss sein, das muss sein. Und Felder, ich weiß jetzt nicht, wie viel Draht wir haben, aber die müssen auch mal fertig werden. Vor allem brauchen wir ja auch so langsam mal unsere guten Hopfenfelder und so weiter. Zum Glück ist der größte Toll hier echt schon... War noch gar nicht trocken, wie ich es gerade sehe. Ja, wie gesagt, hier mache ich jetzt absichtlich noch nicht weiter hier aus. Einfach aus dem Grund, weil die Folge, wo ich euch gefragt habe, für welche Farbe ihr euch entscheidet, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier jetzt gerade aufnehme, noch gar nicht lief. Also, ich kann die Antwort ja noch gar nicht kennen. So, Eisen, hierin. So, wohl, die hat ja nur ein paar Tun nicht mehr viel, ne? Denn hier, klatschen wir dich voll. Und wir klatschen dich auch mal voll, mein Freund. So, den Rest kommen wir erstmal in die Eisenkiste. Jo. Den kann ich aber auch gleich, das zumindest was du schon mal geschmolzen hast, zu Stahl machen lassen. Ist besser als nix. Das kommt den erstmal hier hin. Und hier kommt den das erstmal hin und das da kommt eh nach oben. So, was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Essen. Na, Essen habe ich noch einstecken. In die Wüste müssen wir eigentlich auch drängen. Genau, Muni war der Muni. Oh mein, oh mein, oh mein. Ich so, ja. Gedächtnis wie ein Sieb. So, jetzt brauchen wir erstmal, wir haben morgen nicht die Schussspitzen angesetzt. Ja, gut, das ist nicht viel. Pantalonhülsen, hier ist auch ein bisschen. Allgemein ist echt nicht viel, ne? Wieso ist denn hier so wenig drin? Wenn ich fragen darf, warte mal. Pantalonhülsen, ich muss unbedingt gleich Holz holen. Wie kommen denn raus? Dort sieht ja schon besser aus. Ist hier auch noch drin? Ja. Oh Mann, ja, gut. Hock den Rest rein. Hauptsache, wir kriegen ein paar Traudehülsen. Cute. Komplett vergessen, ein paar Traudehülsen zu machen. Habe ich denn zumindest ein paar Geschossspitzen? Ja, wieso schmilzt du denn noch? Zack, zack, zack. Und du genauso, ne? Ja, auch damit. Was hat zumindest ein bisschen. So, dann brauchen wir noch Schießpulver. Das haben wir oben angesetzt. Das weiß ich. Ich mache erstmal, wir brauchen zwar später in Massen 9mm, haben wir aktuell aber genug, wir haben eh noch keine automatischen Schusswaffen. Erstmal 7,62er, das wäre überhaupt das Wichtigste. So, du bist leer, ne? Aber ich muss einmal kurz hier rüber. Du warst dann, ne? Du warst das, genau. Wunderbar, wunderbar. Können wir zumindest, ich meine, so viele kriegen wir jetzt eh nicht hin, aufgrund von... Drohnenhülsenmangel, aber wenigstens ein bisschen. 7,62er, können wir schon die Pakete? Nein, können wir nicht. Gut, dann machen wir sie einzeln. Immerhin 2000, die wir hinkriegen. Passen die überhaupt da rein? Die Stapel nur bis 150, ne? Die passen nicht. Die passen definitiv nicht. Das wäre ein bisschen viel des Guten. Wäre natürlich doof. Wie viel passen denn überhaupt? 300, 600, gerade mal 900 Stücke. Echt? Das ist nicht viel, ne? Gut, dann machst du hier 900. Und mehr passt ja nicht. Bist du fertig? Du bist noch nicht fertig. Ah, gut. Lass du aber trotzdem danach nochmal. Auch nochmal 900 Stück.
Dip. So, die nehmen wir schon mal mit. Los, der Rest, wo poke ich denn hin? Ich sage ja, dafür habe ich ja auch noch gar keine Kiste, ne? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall nicht in die Küche. Warte mal, ich mach mal kurz runter. Kann man hier ja auch nicht alles mit einlagern, so ist das nicht. So, dann machen wir hier mal ein paar Drohnenhülsen rein. Eigentlich können Patronenhülsen und Geschossspitzen. In eine Kiste, wenn das nicht so lang wäre mit Schreiben. Ein paar Drohnenhülsen und Geschossspitzen. Passt gar nicht, wa? Nein. Ah, schreiben wir eben Geschossspitze. Auch wenn es jetzt nicht ganz richtig ist. Da können mich ordentlich beide zusammenreihen. Solche Massen brauchen wir davon jetzt auch nicht. So. Und hier... Was haben wir denn überhaupt noch einstecken? Machen wir den Schießpulver rein, damit das Ganze zumindest... So. Sehr schön. Kisten hat. Wenn wir das nämlich auch los. Die kommen eh nach oben. Was war hier? Irgendwas fehlt hier. Holz. Okay. Ja, gut. Wir holen einmal kurz Holz. Holz wäre das Wichtigste. Wir haben kaum noch Holz. Und ein bisschen Holz in die Hütten brauchen wir auch. Gut. Dort kriegen wir aber gleich hin. Na, unsere Baumallee jetzt nicht gerade, aber die da sind gewachsen. Guck mal. Auch relativ ruhig im Moment, ne? Trotz Farmaktion. Ah, soll mir recht sein. Sind zwar noch nicht ausgewachsen, geht jetzt aber nicht anders. Auch Holz. Geht absolut nicht anders. Gut. Ein Holzverbrauch im Moment, das kommt echt durch die ganze Schmiede, ne? Ein bisschen muss sein. Gut. Ah, pflanzen wir aber auch gleich wieder an. Damit wir gleich wieder, das wird eh nicht lange reichen, ein bisschen Nachschub auf Lager haben. Gut. So nochmal. Zumindest haben wir wieder über 1000. So, die können noch mit. Das sind ja, glaube ich, eh alles unsere Bäume, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob hier, ja. Hier standen vorher keine Bäume. Das war ja alles Feld. Sehr schön. Zum Glück kann man hier nicht von den Bäumen erschlagen werden. Kriege ich ja so gut wie jeden Baum ab. Sehr schön. Und der auch nochmal. Ja, guck, über 2000 sogar. Also, da ist er schon mal ein bisschen. Sehr schön. Gut, Bäume fällen könnte in der Tat Schreierin anlocken. Komischerweise zeigt auch Bäume Hitze. Warum auch immer. Ist jetzt nicht gesagt, dass eine kommt, aber könnte passieren. So, angepflanzt werden sie auf jeden Fall alle wieder. Tatsächlich. Hallo, Uji. Hey. Wie hat die mich denn getroffen? Keine Ahnung. Aber sie ist auf jeden Fall weg. Geschrien hat sie nicht, sonst würde jetzt schon was da sein. Dieb. Sag ja, Bäume erzeugt Hitze. Keine Ahnung, seit wann das so ist. Ist mir aber auch schon in der ersten Staffel aufgefallen. Das ist wahrscheinlich seit der 19.0 oder 19.1 so oder so. Aber ist ja auch nicht schlimm. Umso viele Bäume wie möglich. Boah, wir brauchen das gute Holz. So, da passt noch einer hin. Da passt noch einer hin. Hier, sehr schön. Gut, den könnt ihr erstmal wachsen. Holz haben wir. Den gehen wir mal kurz rüber zur Hordenbase wegen den Spikes. Muss ja alles gemacht werden. Ein Tag noch. Ich glaube, repariert habe ich das meiste, aber Spikes müssen halt wieder hin. Und am wichtigsten ist echt hier unten. Hier auf jeden Fall. Ich meine, die Spikes werden nicht reichen.
Aber ich muss eh die anderen Spikes rausnehmen, weil sonst verschwindet mir der gute Muni. Und das wäre blöd, weil die nimmt die komplette Werkbank ein. Jut, jut, jut. Auf jeden Fall ist hier unten wichtig. So, hier fehlt so ein bisschen was. Ein klein, dezent. Ist gar nicht so viel. Nun zeig dich mal, danke. Sehr schön. So. Das war's auch schon mit den Spikes. Ist es nicht viel, aber wie gesagt, das hier außenrum ist ja eh nicht wichtig. Dann ist ja echt nur oben. Die meisten sind sogar noch da. Es ist hier noch ein bisschen, das war's dann aber auch schon. Wie von den Wänden fehlen zu halten. Viel fehlt da echt nicht mehr. Gut, gut. Weiß gar nicht, habe ich noch Essen? Ich meine, die vier Dinger, die ich habe, die reichen ja auch nicht mehr lange. Aber das kriegen wir alles hin. Das ist einmal rennen in die gute Stube. Einmal nach dem Essen gucken. Einmal nach den Spikes gucken. Die hatte ich gekocht, ne? Oh, da sind noch fünf. Da, ach Gott. Alles kein Problem. Er ist immer noch nicht ganz fertig. Fünf Minuten noch. Ja, gut. Und du bist schon fleißig dabei, ne? Das ist echt doof, dass hier so wenig reingeht, aber gut. Ich glaube, da wird später noch eine dritte Werkbank hin müssen. Irgendwie, sonst wird's eng, du. Den kümmern wir uns jetzt erstmal. Zack. Davon machen wir mal 50 Stück. Jetzt haben wir ja wieder Holz. So soll's sein. Um unseren kleinen privaten Waffenraum. Denke mal, ich werde hier, das passt auch gut mit dem Fenster, so einer Breite. Hier. So, so einen kleinen Raum langziehen, den einmal kurz. Das soll ja nur ein ganz kleiner, schmaler Raum werden. Doppeltür. Doppeltür ist aber irgendwie dumm. Mach das so, dann sind wir hier mittig mit dem Fenster, genau. Natürlich bis oben ran. Das muss, das muss. So. Ich frage mich ja, wie ich hier später. Oh, das habe ich gar nicht bedacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier werde ich die Schrägen raushauen müssen, wegen der Decke. Geht gar nicht anders. Das geht absolut nicht anders. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich das mache. Einmal dahin, dahin, da und hierhin. Und natürlich da nochmal und da. So, das wird natürlich gleich da verstärkt. Und dann kann man hier nämlich da und da so zwei Tresore hinstellen. Und da auch noch ein Tresor. Oder hier in die Wand zwei Tresore, ja. Da, wo wir unsere Muni denn unterbringen. Ich muss erstmal feststellen. So. Und ich glaube, ich werde hier die Schrägen, zum Glück habe ich das hier noch nicht zu Beton gemacht, gleich raushauen müssen, zumindest oben, um dann eine anständige Decke reinzukriegen. Ah, da gucken wir sofort, ne? Erstmal alles zu Holz. Cobblestone sollten wir für die eine Wand hier auch noch genug haben. Dann wird das hier nämlich unser Waffenraum. So. Und so langsam glaube ich aber wirklich, dass hier eben diese Staffel, also die Nagelschusspistole wird wahrscheinlich unser neuer Penner eintopft. Ich weiß, ich könnte sie skillen, aber ehrlich gesagt, das geht mir doch schon so ein bisschen gegen die Prinzipien. Das findet man doch sonst immer. Ich will es ehrlich gesagt nicht skillen. Auch wenn ich es könnte. Das Stück hier noch einmal. Wunderbar. Wird natürlich auch noch aus Beton. Klar. Besonders die Außenwand muss ja. Aber eins nach dem anderen. Jetzt erstmal gucken, wie das überhaupt hinhaut. So. Dor denn nochmal. Halt einfach mal ein bisschen mehr am Holz Haus machen im Moment, damit das Deck mal fertig wird. Wir leben hier ja schon so lange in einer Baustelle. Außerdem kriege ich dann so jetzt die Muni drüben auch mal raus. Ein Teil ist ja schon hier. So, hier soll ja die Decke rüber. Das heißt, ich muss wirklich. Hier sind so Schrägen drin. Die müssen raus. Genau, das haut nicht anders hin. Hm? Was sagt? Und da nochmal. Genau,
Und da müssen da rein theoretisch stehen. Die Blöcke rein. Sonst wird das ja nichts mit der Decke. Wollt die solche ja auch rüber. Über, wie über jeden Raum. Zack, zack, zack. Ah, haut sogar gerade eben so mit den Frames hin. Holz haben wir denn noch? Ah, gut. Brauchen wir 20. Ich brauche ja selber auch immer ein paar einstecken. Geht ja nicht anders. Gut, den werden wir die auch noch festdecken. So viel Zeug muss sein. Und den könnte doch hier nämlich so langsam Stück für Stück mal unser Waffenraum werden. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie ich Tresore herstelle. Aber ich glaube aus Stahl. Haben wir auch so super viel vor dem Moment, ne? Gut, es wird ja produziert. Aber ehrlich gesagt hat das, glaube ich, jetzt erstmal in die Hornbase zu stecken Vorrang. Sonst rupsen sie mir die weg. Aber googeln, was so Tresorkurse kann man ja trotzdem schon mal. Das schadet ja nicht. Dode nochmal. Sehr schön. Und das hier muss ja sowieso, das ist glaube ich eine Antwort, aber das muss eh alles einmal aufgerüstet werden. Wird ja kein Weg dran vorbei. Denn ist das Holz auch schon wieder so gut wie weg. Geht schnell. So, do einmal. Zumindest ist das Haus ja schon mal ein bisschen stabiler als vorher. Da denn nochmal. Ich glaube, das hier müsste ich sogar nochmal von außen machen. Obwohl, das ist ja so gesehen eine Doppelwand, die Schräge. Geht ja nicht anders. So. Sehr schön. Gut, dann kann man hier auch gleich ein Stück Fußboden mitmachen. Schaden tut's nicht. Hm? Was man hat, das hat man. Wir müssen natürlich noch einmal alles mit Koppelstoten, denn der mit Beton. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Hordenbase geht erstmal vor. Die muss fit sein nächsten Tag. So. Sehr schön. Überweht das hier definitiv. Unser kleiner, gemütlicher Waffenraum. Und ich finde das Zimmer hier... Oh, habe ich die Wand vergessen. Ja, reicht doch eigentlich auch von der Größe her, oder? Ja gut, ich könnte jetzt zwar so eine Spalte lassen, aber ehrlich gesagt sieht das doof aus. Oder ich brauche da so einen Schrank rein oder so. Mal gucken. Bloß wie baut man am besten im 7 Days einen Schrank? Ich meine, Schrank kann man selber zwar dekomäßig bauen, zumindest aus... Vielleicht brauche ich da so einen Spind rein oder so. Mal gucken. Ja, ich glaube, das geht auch. Nimm die erstmal weg. Kann man ja immer wieder hinstellen, falls es nicht aussieht. Und seit dem anderen, so, ja, die müssen mich raus. Sonst läuft der Deck hier voll. Definitiv, die sind jetzt hier, so. Die stellen wir da noch hin. Ups. So. Haben wir es ja fast. Dann haben wir zumindest, ja, immerhin 1800 Schuss, ne? Aber wir haben ja eh noch Schuss über. Ich glaube auch nicht mal, dass wir das brauchen. Noch sind wir ja so weit, dass wir das einigermaßen mit Knüppel machen können. Aber was man hat, das hat man, ne? So, hier müsste definitiv noch ein bisschen was hin. Gut, die stellen wir mal schräg, sieht irgendwie besser aus. Ja, ich weiß, ich baue hier jetzt wieder meinen Weg nach oben mit dicht. Komme ich schon wieder irgendwie hoch, ist mir einfach sicherer. So. Hier den vielleicht nochmal, zack, zack. Da nochmal die Schränke hin. Sehr schön. Und den Rest hinzimmern wir einfach hier vorne hin, den passt das. Ja, das geht. Aber bitte schon ordentlich, ja? Danke. Wunderbar. Haben wir sogar noch einen über? Was doch. Fehlt hier denn irgendwas? Ja, guck mal hier, den können wir hier hinstellen. Komm hier ja auch gerne mal auf dumme Gedanken. So. Sehr schön, das Wichtigste steht. Reparieren ist das Ding auch. Ich würde bloß gerne die Treppe noch aus Stahl haben und dafür brauchen wir halt den Stahl. Und zwar ganz, ganz direkt.
Gut, dann gehe ich doch mal kurz rüber, Jumper, und nach dem Stolku gehen. Was sagt der Hund? Ich meine, ich habe hier jemanden rumgrunzen gehört. Bin mir ja nicht so ganz sicher. Ich meine, hier laufen ja auch gerne mal Bären vorbei, ne? Hatten wir ja auch schon des Öfteren. Wollen wir nach dem Stolku gehen? Naja, immerhin ein bisschen. Zack. Da kommt aber auch noch ein bisschen, naja, kann schon mal ein bisschen ansetzen, aber ist jetzt nicht viel. Er muss halt erstmal schmelzen. Aber ehrlich gesagt, das werden wir jetzt nochmal schnell machen. Hoffentlich, das reicht ja. Dann kann ich danach nach den Tresoren gucken. Oder schon mal herstellen. Ich bräuchte ja eigentlich 4 Stück. Ne, die heißen Waffenschrank. Ne, warte mal, ich will ja nicht diese kleinen Mini-Tischtresore. Ich will diese Waffenschränke. Genau die. Dachte ich mir, 40 Stahl. 40. 40. Aber das Häuschen braucht 160 Stahl für die 4 Tresore. Dort ist natürlich eine Ecke. Aber gut gehen. Gesagt, dass da oben was gut und schön. Das ist ja schon, aber Treppe halt, gerade weil sie gerne die Treppe zu deppern, muss die einmal aus Stahl. Lass das hier bitte kein Betonblock kaputt sein. Weil ich habe das hier doch erst alles repariert. So. Und damit es hier gar nicht erst wegbricht, das machen sie ja zu gerne, möchte ich das hier unten. Hätte ich den Depp vielleicht vorher machen sollen. Gerne alles mit aus Stahl haben. Zumindest bis dahin. Na, bis da. So, dann kriegen sie das hier nicht so schnell, weil da sitzt ja die ganze Treppe drauf. Das ist natürlich ein bisschen... Wieso macht er eigentlich manchmal die Oberseite, manchmal die Seite? Kommt das drauf an, wie man steht, oder? Ja, keine Ahnung. Na gut, man kann es ja später anmalen. Mehr wollte ich gar nicht. Das kriegen sie so schnell eh nicht kaputt. Das Ding ist massiv. Mir ging es um die Treppe. Wirklich um die Treppe. Gut, das ist jetzt ein bisschen stabiler. Wie viel Strom da über? Na gut, er produziert ja noch ein bisschen. Ein Stall fehlt. Dann können wir ja sogar noch die Tresore bauen demnächst. Sehr schön. Im Moment sind beide Werkbänke in Benutzung. Wir müssen es in den Werkbänken machen. Aber wir müssen ja eh erstmal die Wände ordentlich machen, anmalen und so weiter und so fort. Kennen wir doch alles. Gut, dann sind wir vor heute am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's dann weiter mit unserem Waffenbau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.